Hallo zusammen in meiner italienischen Schweizer und internationalen Küche. Ihr seht hier das Foto. Links ist der Dodo, in der Mitte ist Rosanna und rechts bin ich. Das ist ein Foto vom September, Oktober 2018. Die zwei haben wahnsinnig gerne Servala-Salat, darum mache ich heute auch Servala-Salat. Und die zwei lieben überall Servala und Landjäger. Wenn jemand nach Italien runtergeht, nach Neviano, die zwei kennt, bisschen gut, bringt denen doch so etwas mit. Oder wenn jemand runterfährt und am Niederbipp vorbeifährt und die zwei kennt, dann kommt schnell vorbei, dann kann ich schnell etwas einkaufen für sie. Dort mit mir Kontakt aufnehmen via YouTube. Und jetzt noch ein Merci schön für Rosanna. Sie meldet sich immer am Morgen und Abend via WhatsApp. Auch durch den Tag, am Nachmittag, fragt mich, wie es mir geht und so. Es ist eine treue Seele, meldet sich immer. Ist super mit ihr zu schneidern und zu reden. Auch wenn sie Besuch hat und nicht viel Zeit, sie meldet sich immer. Und das finde ich ganz super, ist eine treue Seele. Also bleib weiterhin so, du bist super so wie du bist. Und jetzt machen wir das Rezept weiter. Also zuerst machen wir Salatsauce und Salatsauce ist genau wie die Hörnli-Salatsauce. 3 Esslöffel Maisöl, 2 Esslöffel Essig, Kresse-Essig, 1 Esslöffel Mayonnaise, 1 Teelöffel Senf, Salz und Pfeffer nach Geschmack und dann gut verrühren und dann habt ihr eine super Soße, Grundsauce für den Servala-Salat. Und dann brauchen wir dazu noch 140 Gramm Maiskörner, eine ganze rohe Zwiebeln, 100 Gramm Emmentaler oder Gruyère-Erzer, ja Emmentaler braucht, Essiggürkli, eine ganze Tomate und 2 Eier. Und ich habe die 2 Riesenservala von der Marke Bell vom Coop geholt, das sind einfach die besten von Natura Farm. Dann tut man zuerst die Haut abziehen. Und wenn ihr nicht in der Schweiz wohnt, wenn ihr im Deutschen wohnt oder so und keine Servala habt, dann könnt ihr auch Fleischwurst brauchen, um so einen Wurstsalat auf Schweizer Art zu machen. Und wenn ihr etwas von den Zutaten nicht gerne habt, so wie viele rohe Zwiebeln, dann könnt ihr die halt schnell in die Pfanne anbräteln mit ein bisschen Öl oder so. Aber Zwiebeln gehört rein. Und das ist also der traditionelle Schnitt vom Servala-Salat. Also die Servala sollte man so schneiden. Das ist wirklich traditionell Schweizer Art. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber ich finde, das ist noch wichtig. Dann tut man die Eier auch noch drin schnäffeln. Die hartgekochten. Die ganze Tomate drin, das gibt schön ein bisschen Farbe. Ihr könnt auch noch andere Zutaten drin tun, das ist euch überlassen, was ihr gerne habt. Ich habe das jetzt halt so gemacht, das habe ich so gerne. Mais. Und das ist ein super Rezept für heisse Tage. Die ganze rohe Zwiebeln. Und das ist also ein Rezept, das reicht für 2 grosse Portionen für 2 Personen. Da isst man, tut man nur noch ein Stück Brot dazu servieren und ein kühles Bier und fertig. Dann habt ihr gegessen. Und eben 1-2 Esslöffel Essiggürkli. Aber auch da tut rein, was euch passt. Alles gut mischen. Und ihr könnt natürlich auch noch Peterli drüber tun. Ich habe jetzt einfach das schnell gemacht, weil an diesem Tag war das so heiss. Das war schon das Rezept. Klein und schnell und fluffig und fertig. Ich wünsche euch gutes Gelingen und einen guten Miteinander. Tschüss zusammen!